Heute habe ich zwei Sommersorten von Brandt Mini-Zwieback. Und zwar in den Sorten Pina Coco, Ananas Kokos und Tropical Orange Ananas Zitrone. Haben je 1,29 gekostet. Und gibt es laut Verpackung nur kurze Zeit. Die beste Sorte ist übrigens, finde ich meiner Meinung nach, die ganz normale Sorte mit Kokosnuss. Knuspriges Hefe-Mürbeteig-Gebäck mit Fettglasur, Kokos-Ananas-Geschmack und Kokosraspeln. Die sehen auf jeden Fall richtig lecker aus. Sind auch sehr lecker. Mir persönlich gefallen die normalen mit Kokos viel besser. Aber hier hat man zur Hälfte Kokosnuss und ich glaube, dieser Pina Colada-Anteil ist halt, und man kann es eher mit Joghurt vergleichen. Auf jeden Fall sehr lecker. Doch, die kann man kaufen. Gut. Und dann die zweite Sorte, und zwar Tropical Ananas, Ananas und Orange, Ananas und Zitrone. Zart knuspriges Hefeteigmehlgebäck mit Fettglasur, Orange, Ananas, Zitronengeschmack. Ach, das ist doch scheiße.
Die sind auch sehr gut. Ich schmecke jetzt. Doch, Ananas schmecke ich raus. Also schmeckt sehr nach so einer Art so. Also das Hauptgrundmasse würde ich sagen, dass es irgendeine Art von Joghurtcreme ist. Obwohl es nur eine Fettglasur ist. Aber schmeckt sehr lecker. Ich finde die Kokos immer noch am besten, aber die normalen mit Schokolade irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie ein bisschen zu langweilig. Also diese, ich würde sie auf jeden Fall ausprobieren. Die sind doch auch gut, ja.